Hallöchen zusammen, seid mir herzlich gegrüßt zu einem natürlich mal wieder ganz besonderen Video, denn ich habe Post bekommen vom Food Innovation Camp. Was ist das Ganze? Tja, was ganz Besonderes, denn aktuell gibt es ja keine Foodmessen und Co. Die Kamera ist ein bisschen schief. Und die Firma hilft, ich sage jetzt mal Startups im Sinne von, dass sie deren Produkte publik machen, an die breite Masse bringen wollen und eben Startups ja helfen will. Und man hatte mich angeschrieben und gefragt, ob ich denn da etwas zu haben wollen würde. Und ich so, ja, gerne. Aber ich sage euch direkt, viele Sachen, die so Startups rausbringen, halte ich persönlich, und das ist ja hier mein Blog und meine persönliche Meinung, für ziemlichen Humbug. Da haben die gesagt, also habe ich gesagt, ich sagte dann auch meine Meinung. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das immer so gut ist für Startups. Da haben die gesagt, doch, komm, wir schicken dir immer was. Wir sind, uns liegt was an ehrlicher Meinung. Und ja, dann jetzt hier meine ehrliche Meinung zu den Sachen, die hier drin sind. Ehrlich gesagt, habe ich nicht so viel die Ahnung, ich habe es nur so kurz überflogen. Wir lassen uns jetzt mal zusammen überraschen und ich bin gespannt, was sich dort drin befindet. Also viel Spaß. Natürlich ist das mit dem keine Ahnung jetzt nicht so gemeint, dass ich keine Ahnung habe, was ich laber, sondern ich weiß nicht so wirklich, was drin ist. Ich lasse mich überraschen und wir gucken uns das jetzt hier live zusammen einfach mal an, würde ich sagen. Also erstmal herzlichen Dank fürs Zuschicken, Food Innovation Camp. Und ich werde dann auch noch meine Meinung per E-Mail so ein bisschen schicken sollen. Oder soll ich den schicken oder über einen Fragebogen, sage ich jetzt mal. Und ja, ich bin gespannt, was drin ist. Ich finde das eine richtig coole Aktion, muss ich sagen. Das hilft dann auch so, ja, Startups eben ihre Produkte so ein bisschen publik zu machen, wenn es eben keine Messen gibt. Weil im Februar war es ja, glaube ich, da war ja noch die ISM. Da war ich ja sogar auch. Und da war ja sogar schon Corona in China ausgebrochen. Da weiß ich noch, wie leer es war bei den Ständen der Chinesen, weil die Leute halt dachten, ne? Und oder dass es verhältnismäßig leerer war. Aber ich glaube, allgemein war die Messe auch ein bisschen leerer. Na, jedenfalls, jetzt sind wir alle mitten im Corona-Zustand und jetzt gibt es überhaupt keine Messen mehr. Alles natürlich ziemlich übel, gerade auch für sowas wie Messebauer und Co. Ja, und das soll jetzt wenigstens, solche Aktionen soll jetzt hier wenigstens den Startups, die eben ihre Produkte rausbringen wollen, das muss ja, Business muss ja weiterlaufen, helfen denen eben ein bisschen. So, und ich habe jetzt hier so eine Karte. Wir wünschen viel Genuss und Spaß beim Entdecken der ausgewählten Food-Neuheiten in dieser Box. Schöne Grüße, sogar selbst unterschrieben, sowas macht im Eindruck. Nur die heißesten Food- und Tech-Startups. Ihr könnt ja mal schauen, Food Innovation Camp. Ja, sehr cool. Hier ist das Ganze jetzt drin und ich packe da jetzt einfach mal so rein. Also wie gesagt, ich habe grob eine Idee, was drin ist, aber ich weiß jetzt nicht ganz konkret. Manches davon war wohl sogar schon auf der Anuga. Sehr cool hier übrigens. Ist das, wo man vorher war. Da kann man gut was mit einpacken. Ja, das nenne ich mal innovatives Recycling. Was haben wir denn hier Schönes? Snooze, Natural Sleep Drink. Okay, also quasi das Gegenteil dann von Red Bull oder so. Interessant. Das ist so schön verpackt hier auf jeden Fall. Das sieht schon mal ganz nett aus. Snooze.co. Und das ist jetzt also zum Schlafen. Snooze, Sweet Dreams, Happy Days, Natural Sleep Drink, Regular. Okay. Trinke eine Dose Snooze, Natural Sleep Drink 30 Minuten vor dem Schlafen gehen und dann soll ich davon schlafen können, oder wie? Okay, tatsächlich habe ich so ein ähnliches Produkt schon mal getestet und habe es nicht, meiner persönlichen Meinung nach, für nicht so gut befunden, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob man mit sowas wie Passionsblumenextrakt, wahrscheinlich wird dem irgendeine beruhigende Wirkung nachgesagt. Das kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Die Idee ist auf jeden Fall gar nicht verkehrt. Ob das wirkt, weiß ich nicht. Die Frage ist immer, was ist dann auch irgendwie Placebo und was nicht. Man kann aber sicherlich sich informieren, dass hier irgendwelche Wirkstoffe drin sind, die einschläfernd wirken. Passionsblumenextrakt, Zitronenmelisse, Melisse ist bekannt, Zitronenmelisse-Extrakt, Baldrianwurzel sowieso, Baldrian, ja, bohrt ihr mal ruhig. Säureregulator sind Lindenblüten kennt man auch, Pfefferminzextrakt, Hopfenaroma, kalifornischer Mohnextrakt, Mohnextrakt, Hopfenextrakt, interessant.
Snooze Natural Sleep Drink ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf Kräuterbasis mit Pflanzenextrakten wie Baldrian, Passionsblume, ich hatte mal Passionsblume auf meinem Balkon, Zitronenmelisse und kalifornischer Mohn, die dir helfen, gut zu schlafen. Snooze gut schlafen, damit du morgen dein Bestes geben kannst. Empfohlene Tag eine Dose pro Tag. Ein Nahrungsergänzungsmittel darf nicht als Ersatz zur ausgewogenen Ernährung benutzt werden. Ja, ich werde das jetzt einfach mal probieren. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier gleich wegpenne. Und dann probiere ich vielleicht, also ich meine, ich kann auch so, also ich sag mal, Leute, die schlafen können, die brauchen sowas natürlich nicht. Leute, die nicht schlafen können, die können das natürlich mal ausprobieren. Vielleicht wirkt das, ja. Es riecht auf jeden Fall schon mal sehr kräutermäßig. Ich sag mal, wahrscheinlich bringt das hier mehr als irgendwelche Humbug-Produkte von irgendwelchen Firmen, die einem einfach nur Quatsch verkaufen. Ich meine jetzt ganz bestimmte Firmen, die ich jetzt hier nicht nenne, wo man auch wirklich nachweislich sich denken kann, dass das wirklich nur Schwachsinn ist. Wie gesagt, hier lasse ich das jetzt einfach mal offen, weil ich ehrlich gesagt einfach gar nicht weiß, ob Passionsblumenextrakt einschläfernd wirkt. Aber ich weiß, dass der auch in diesem anderen Drink war, den ich mal hatte, den quasi Calm Down oder sowas. Der schmeckt aber ziemlich geil schon mal. Das schmeckt wirklich wie so ein Kräutertee. Leicht süßlich. Sehr lecker. Minze. Hier sieht man auch die Inhaltsstoffe, die da drin sind, von diesen Pflanzenextrakten. Die Dose finde ich auch ganz nice. Also lecker ist es. Also ein Tipp an die Produzenten, wenn sie es nicht als Sleepdrink verkauft, verkauft es einfach als leckeren Tee. Das Zeug ist verdammt lecker. Sehr gut, gefällt mir. Wie gesagt, die Idee ist natürlich nicht verkehrt. Ob das immer alles wirkt, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, Baldrian und Co. wirkt schon beruhigend. Das ist ein Fakt. Aber es gibt halt Menschen, die reagieren auf sowas, andere reagieren auf sowas nicht. Ich kenne jetzt ja auch nicht genau die Dosierung, ob das in der Dosierung hilft. Es ist sowieso schwierig, gerade bei solchen Nahrungsergänzungsmitteln, da festzumachen, ob das wirklich hilft oder auch nicht und was, wie gesagt, Placebo ist. Man glaubt nämlich nicht, was der Kopf einem letztlich alles quasi, was nur der Kopf bewirken kann. Ja, gut. Als nächstes. Alter, was ist das denn für alter Shit? Berlin Organics Protein Balls. Das ist ja genau das Richtige hier auf meinem Kanal. Focus. Was soll denn Focus? Protect Balls mit Apfel und Matcha. Focus wahrscheinlich Matcha wegen Koffein und Protect ist mit Vitamin C. Achso, also Protein Balls, wo dann noch was zugesetzt ist, was dann eine zusätzliche Wirkung haben soll. Wie Protect vor Erkältung schützen mit Vitamin C und Focus sich konzentrieren können mit Koffein. Vitamin B12 gilt ja auch. Apfel und Matcha, Vitamin C, Hibiskus. Smart Snacking nennt sich das Ganze. Also hier nochmal für die Kamera. Ob im Studium, im Beruf oder auf Reisen, in vielen Situationen benötigen wir volle Konzentration. Unser Focus Snackballs versorgen sich überall mit den notwendigen Energie- und Mikronährstoffen, um im Oberstübchen auf Trab zu kommen. Mit natürlichem Vitamin B12 aus Bakterien und dem Vitalpilz Reishi. Kann sein, ja. Also Pilze haben auch B12, das stimmt durchaus. Reishi gilt in Asien seit über 4000 Jahren als Pilz der Unsterblichkeit. Fruchtnusskonfekt, was ist denn Fruchtnusskonfekt? Ach so, Fruchtnusskonfekt auf Inulin- und Reissirup-Basis. Also sind ein paar fancy Sachen drin. Ich glaube, ich werde die mal in einem Review ausführlicher, wobei, ne, ich kann sie jetzt durch mal probieren. Also die Basis, das hier ist jetzt quasi einfach nur fürs Immunsystem, Acerola-Kirsche und so weiter. Also die Idee ist natürlich nicht schlecht. Es sind letztlich also wie so, ich sag mal, Frucht, es gibt ja oft schon solche, ich sag mal, Fruchtriegel und Co. oder Fruchtballs, gibt es ja auch von anderen Firmen. Und die machen eben jetzt noch Zusatzstoffe rein. Dazu ein bisschen Inulin, ist ein Ballaststoff natürlich auch, aber Apfeldicksaft, Mandelmehl, Maitake Fruchtkörperextrakt. Nie gehört. Hanfproteinpulver, Hanf muss natürlich überall rein, damit es fancy ist. Also ich probiere jetzt einfach mal so ein Apfelding hier. Also wie gesagt, so Fruchtsnacks mit Extras. Mit gewissen Extras. Sieht ehrlich gesagt optisch jetzt nicht ganz so prickelnd aus. Man könnte es als sehr natürlich bezeichnen. Es riecht geil, leicht zitronig. Was ist das denn geiles? Das ist von der Konsistenz wie so ein Mao-Am. Richtig zäh. Entschuldigt, wenn ich jetzt schmatze, weil das Mikro ist hier. Ich lege das jetzt einfach mal zur Seite, um nicht weiter das Mikro voll zu schmatzen. Wobei ich lutsche das einfach mal nebenbei noch ein bisschen. Ach, scheiß drauf. Ich gucke euch schließlich den Foodblogger an.
Es ist gar nicht mal so schlecht. Hat so ein bisschen was von so, das schmeckt irgendwie auch so ein bisschen nach Kräutern. Reissirup, Sonnenblumenkernöl, Mandeln, Apfelstücke, Inulin, Maltodextrin und so weiter. Matcha, vielleicht ist ja Matcha. Limettenöl, Limette war das, glaube ich, auch. Das ist lecker. Das ist wirklich lecker. Den anderen spare ich mir mal noch auf. Ist gut. Also, ist eine nette Idee, dann einfach ein bisschen was dazu zu packen. Süßigkeit mit Ballaststoffen halt drin und sogar ordentlich Ballaststoffe. 16 Gramm pro 100 Gramm, das ist wirklich gut. Das ist das Inulin. Futtert nur nicht mehrere Tüten davon. Inulin kann richtig, sage ich euch. Das war wohl, habe ich neulich auf einer Reportage von der ISM gesehen. Ich gucke ja gerne Abenteuerleben mit Hoffmann. Wie hieß er mit Vornamen? Weiß ich nicht. Der war da auf der ISM. Da hat er auch die Forest Gums probiert. Was ist das? Kurz gesagt, Kaugummis, die nicht aus chemischen Erzeugnissen hergestellt werden, weil das sind ja Kunststoffe, sage ich jetzt mal. Und das hier sind, wir verwenden nur nachwachsende, biologisch abbaubare Rohstoffe und verzichten auf Plastik als Kaumasse. Statt Plastik steckt in Forest Gum der Saft des Chicle-Baums. Der wächst in den Tropen Zentralamerikas und bleibt dank der nachhaltigen Bewirtschaftung, ich wollte gerade schon sagen, jetzt kommen gleich die Leute raus, die sagen, oh, dafür werden Bäume gerodet. Dank der nachhaltigen Bewirtschaftung durch unsere Partnerkooperativen langfristig erhalten. Süßungsmittel ist drin, natürlich ist Chicle Kaumasse, Feuchthaltemittel, Glycerinverdünnungsmittel. Also das was man soweit auch kennt. Die Packung finde ich ganz cool, die kann man an diesem Kaugummi kann man es aufziehen. Seht ihr das hier? Diesen Kaugummi kann man das hier festhalten. Forest Gum, der Name ist natürlich auch sehr geil. Ich probiere die jetzt einfach mal. Minze und zuckerfrei. Schön knackig außen. Sehr guter Minzgeschmack. Kaugummi ist echt schlecht für den Foodblock, oder? Ja, das Kaugummi ist plötzlich weg. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das schmeckt gut nach Minze. Von der Süße ist das geil, vom Knackeffekt ist das geil. In der Sendung sagten sie, Abenteuerleben, so eine Packung kostet ungefähr 1,20. Also ist völlig okay, wenn man nicht, dass Markenkaugummis auch so toll sind und hier vernünftige Sachen drin sind. Forest Gum aus Köln. Lecker. Kann man machen. Also, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt im Nachhinein, ich sag mal, auch abbaubar ist, sodass man sagen könnte, hey, da wird wenigstens, wenn das auf der Straße liegt, dann wird es irgendwann abgebaut. Ist jedenfalls wirklich gar nicht so schlecht. Lecker. Ist gut. Finde ich gut. So, was haben wir noch? Hier ist irgendwie eine Pulle. Was ist hier wohl drin? Ah. Löblich. Bio-Honig-Zitronen-Limo. Aus einfachen, guten Zutaten, kein Aromen, kein Gedöns, nur mit deutschem Bio-Honig, gesüßt und strengen Qualität. Wasser, Bio-Honig, Zitronensaft, Kohlensäure. Ja, so eine Bio-Limo. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht so viele Worte zu verlieren. Ist schön, dass Honig drin ist, das hat man gar nicht so oft. Ich guck mal, dass ich ein bisschen den Pfefferminzgeschmack aus dem Mund bekomme, dann kann ich gleich vielleicht probieren. Weil ist auch so ein bisschen Süßstoff von diesem Xylit, der drin ist. Könnte lecker sein. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Sehr fein. So, was haben wir noch? Ach, ich habe noch mehr von diesen Berlin-Ball. Ach, da gibt es ja noch mehr. Da gibt es noch Happy. Oh, was ist da drin? Da ist bestimmt wieder Mohnextrakt drin. Orangen. Wieder noch Kurkuma. Aha, Kurkuma muss ja überall rein, was fancy ist. Schwarzer Pfeffer. Zimt, getrocknet gemacht. Ich glaube, ich werde die nochmal ausführlicher reviewen, weil es hier ein paar mehr Sachen drin sind, die ich jetzt nicht alle in diesem einen Video hier auffuttern möchte. Hier haben wir jetzt dann noch Relax. Da ist auch nochmal Vitamin B12 drin. Ballaststoff, Kurkuma, Vitamin B12 ist bei allen drin. Was ist hier noch drin? Aus Bakterien und habe ich noch nie gehört. Ashwagandha wird seit Jahrhunderten im indischen Ayurveda verwendet. Also das ist Hokuspokus. Das wissen wir schon mal. Was ist hier noch drin? Löwenmähne, Vitapilz. Lion's Mane. Löwenmähne ist ein geschätzter Vitalpilz in der traditionellen chinesischen Medizin. Also das ist alles so ein bisschen, wie soll ich das jetzt nennen, Naturheilkunde angehaucht und so. Das ist wohl auch so etwas, wenn man sowas, ich sag jetzt mal, wenn man dem ganzen Glauben schenkt, dann wird das sicherlich auch irgendwo helfen.
Also von daher, und ehrlich gesagt, ich finde die Dinge hauptsächlich lecker, zumindest den ich hatte. Aber die, es ist eine schöne Idee, das alles da reinzumachen. Aber ich vermag jetzt hier nicht sagen zu können, dass das wirklich dann euch auch beruhigt und so. Wenn man dran glaubt, ja, vielleicht. Und vielleicht tut es das auch auf dem Blatt Papier. Auf dem Blatt Papier ist ja auch Sauerstoff giftig. In der Dosis, wo wir es einatmen, ist es nicht giftig. Also deswegen, also, ne, oder jetzt nehmen wir mal was Positives. Rein theoretisch ist ein Mohnbrötchen, ist in einem Mohnbrötchen auch Morphin drin und könnte uns heimmachen, aber in der Praxis ist das so wenig, dass es uns nicht heimmacht. Ja, also deswegen, das ist immer so, ja. Ach, guck mal, jetzt machen sie hier Chill-Kakao, Anti-Stress-Kakao mit Hanf, also das Gegenteil von Coir Vach hier mit Hanf, Kakaopulver und Hanfblätter, Hallöchen. Wir wissen ja alle, dass das interessante Zeugs in der Blüte ist. Ich bin froh, dass es nicht hier drin ist, wahrscheinlich wird mein Körper es merken und sich erinnern, oh, damals, als du mal rein zufällig an so einem Joint geraucht hast, dann hast du doch danach ewig lang gekotzt und dir ging es kacke. Deswegen bin ich froh, dass hier keine Blüte drin ist, sondern Hanfblätter. 2 Teelöffel Chili-Choc. Warum steht denn hier Chili? Ach, Chill-Choc. Chill-Choc. Mit etwas heißem Wasser cremig anrühren und mit 180 Milliliter Milchalternative heiß oder kalt aufgießen. Den werde ich probieren. Ich trinke tatsächlich manchmal ganz gerne Kakao mit dem Hanf. Hanf ist so ein Trendprodukt. Ich persönlich muss halt ehrlich gesagt sagen, ich halte da nichts von. So, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass so Hanföl von Seitenbacher oder ähnlichem ein, irgendwelche Effekte jetzt bringt. Es gibt Leute, die glauben dran und irgendwo wird es auch seinen Nutzen haben, je nachdem, was drin ist. Weil deswegen, man hat oft so Reportagen über so Shops gesehen, die sowas verkaufen, wo die Leute dann irgendwie auch was unterschreiben müssen, dass sie die nicht verklagen oder irgendwie so. Also Wirkstoffe sind schon irgendwo drin. Ob das dann aber wirklich alles so den Effekt hat, den manche Leute da irgendwie glauben, das weiß ich nicht. Und es gibt, also das beziehe ich jetzt auch nicht hier drauf. Ich finde es okay, man kann das machen, das ist Kakao, da ist ein bisschen Hanfextrakt drin. Ob einen das runterbringt, weiß ich jetzt nicht. Oder Hanfblätter sind eher gesagt drin. Chili-Choc ist ein nachhaltiges Entspannungsgetränk aus Kakao. Also der Name Entspannungsgetränk, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen zu weit geht, ob man das so sagen kann. Hanf ist drin und ja, es wirkt ja auch beruhigend, sage ich jetzt mal. Ob es bei den Blättern so ist, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber es ist Hanf, es ist Trend, kann man machen. Jetzt haben wir hier ein Quartett. Da ist ein Quartett von denen drin. Okay, da muss ich gleich mal kurz reingucken. Und hier last but not least. Und ich weiß, was hier drin ist. Und da brauche ich eigentlich gar nichts zu sagen. Da kann ich euch sagen, kauft es einfach. Es ist wirklich gut. Und zwar der Bineo-Honig. Den habe ich schon auf meinem YouTube-Kanal reviewed. Und die sind wirklich fein gewesen. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Tolle Honige. Und das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und jetzt hier nochmal das Quartett, was auch immer das sein soll. Was kann ich jetzt hiermit machen? Sind jetzt hier diese Startups drauf? Und dann können die sich gegenseitig betteln. Bin ich mal gespannt. Tatsächlich. Powderbratpulver. Was für ein Zufall. Taste Tours. Was soll das jetzt? Ach, das ist einfach nur Spoontainable. Ach, das sind auch so welche, die so verwertbare Löffel rausgebracht haben. Also hier sind jetzt alle möglichen Unternehmen drin, die man sich einfach so angucken kann. Oh, ein Joker. Der Food ist Joker. Ah ja. Noch ein Joker. Also das ist hier alles natürlich auch Werbung, aber eine coole Idee. Schöne Idee, gefällt mir. Und auch die Auswahl der Produkte hier gefällt mir. Das Geile an solchen Sachen ist immer, das sind Sachen, die man so einfach nicht im Supermarkt findet. Ne? Manche Sachen davon werden sicherlich ich sag mal, größeren Bekanntheitsgrad bekommen und andere vielleicht auch nicht. Ich gönne es auf jeden Fall allen, dass sie irgendwie ihre Produkte an den Markt bringen. Ob das alles immer so gelingt, ist jetzt eine andere Sache. Ich sag mal so, der Markt wird es regulieren. Wenn die Sachen gut sind, dann werden sie verkauft. Wenn die Sachen Mist sind, dann werden sie nicht verkauft. Wobei es streng genommen auch nicht immer so ist, denn es gehört auch oft sowas wie Connection zu, dass irgendwelche Leute da sind, die einem die Sachen an den Mann bringen. Man kann ein tolles Produkt haben und am Ende hapert es daran, dass man Leute hat, die einem dabei helfen, das an den Kunden zu bringen. Ja, das ist dann natürlich tragisch in dem Fall. Andererseits kann man auch sowas sehen wie Höhle der Löwen. Da ist die Aufmerksamkeit gigantisch groß und es wird so viel Scheiße einfach nur verkauft, das einfach nicht nötig war. Und deswegen, es gibt das eine und das andere und eben dann diesen Mittelweg. Und da kann man hoffen, dass das hier irgendwo gelingt. Ich finde, hier ist jetzt eigentlich alles wirklich ganz nett gewesen, was hier so drin ist. Ist jetzt nicht so, dass ich denke, hier irgendwas ist totaler Blödsinn oder sowas. Es ist jetzt aber auch so, dass ich nicht glaube, dass hier manche Sachen davon
irgendwelche Wunderwirkungen haben oder so. Trotzdem sehr coole Sachen dabei gewesen. Und von euch würde ich gerne einen Kommentar lesen, was euch erstmal so anhand dieses Videos besonders zu angesprochen hat. Was würdet ihr vielleicht kaufen? Was würdet ihr probieren? Was kennt ihr vielleicht schon? Oder grundsätzlich einfach, was ihr denkt. Und herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank fürs Zuschicken an Food Innovation Camp und herzlichen Dank an die Startups fürs Stellen dieser Produkte. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, ob die es einfach gestellt haben oder ob die da mit dieser Firma auf andere Art kooperieren. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr cool gewesen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Achso, ich wollte ja vielleicht noch. Ich wollte ja noch hier das Fläschchen aufmachen. Prost. Jetzt nehme ich ein bisschen der Minzgeschmack weg. Oh, das riecht aber krass nach Honig. 9% nur mit Honig gesüßt. Sehr geil. Schmeckt mir sehr gut. Schön feinperlig. Zitrone, Limo. Und diese Honignote dabei schmeckt mir sehr gut. Löblich Bio-Honig und Zitronen-Limo. Sehr, sehr geil, würde ich sagen. Ja, bevor ich jetzt aufschluss muss, sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.